Hallihallo, hier ist wieder der Martin heute aus Sri Lanka vom Nirisa Beach mit einem kurzen Update. Es ist also hier wirklich, hier ist mal wirklich was los. Wir sind an einem anderen Strandabschnitt gewesen die letzten beiden Tage. Da war gar nichts. Das war richtig zum Relaxen, zum Buchschreiben. Und ja, ich würde mal sagen, für Verliebte. Und hier sind viele junge Leute. Und man hört hier auch so ein bisschen Musik im Hintergrund. Hier gibt es Sonnenliegen, Sonnenschirme, Strandcafés, Bars, Restaurants. Also hier gefällt es mir schon ganz gut. Wir bleiben jetzt wieder weitere zwei Nächte. Wir haben ja auf unserer ganzen Reise immer zwei Nächte und dann ein neues Hotel genommen. Zwei Nächte, neues Hotel und so weiter. Und jetzt hier angekommen in Mirissa. Die Unterkunft ist auch vom Preisniveau her ein bisschen günstiger als die, was wir alles vorher hatten. Also ich muss sagen, die Hotels in Sri Lanka, wenn man jetzt nicht gerade Low-Budget reist, so Mittelklasse-Hotels, sind hier relativ teuer, zumindest im Gegensatz zu Thailand. Und wenn ich bedenke, dass die Lebenshaltungskosten hier, die Restaurantpreise sind relativ günstig, wie gesagt, das passt irgendwie nicht zusammen, das Verhältnis. Restaurants wirklich günstig, aber die Hotels nicht wirklich. Und es ist keine Hauptsaison. Es war jetzt ein bisschen durch das Neujahrsfest, war es ein bisschen belebter, weil die Einheimischen auch unterwegs waren. Aber das sollte sich jetzt geben. Und hier sind auch richtig hohe Wellen. Wir gehen mal ein Stückchen, bis ich vorher noch umfalle. Wir gehen mal ein Stückchen Richtung Wellen. Also das Wasser ist angenehm warm, nicht zu warm. Und hier sind Wellen, die habe ich vorher so noch nicht erlebt. Also das ist schon ein bisschen mehr. Ich habe das T-Shirt angelassen. Macht euch keine Sorgen, wenn wir gleich nass werden. Ich habe das T-Shirt angelassen, weil wenn du ewig in der Sonne rumläufst, auch wir hatten jetzt gestern auch ein bisschen wechselhafte Wettersituation. Da ist ja trotzdem hoher UV-Index, auch wenn die Sonne nicht richtig scheint, durch die Wolken. Also die Strahlen kommen wirklich durch. Und jetzt guckt euch mal hier die Wellen an. Also hier kann man auch surfen. Hier sind die Leute mit den Brettern unterwegs. Und guckt euch jetzt mal, da kommt der Große. Das ist schon gewaltig, oder? Und da steckt eine Kraft hinter, wenn die einmal hier das Ufer erreicht. Und hier auch der Ausblick auf den Felsen da hinten, da kann man draufsteigen. Da geht so ein kleiner Weg rauf, ein bisschen unbefestigt. Wir haben es nicht gemacht, weil man da musste durchs Wasser durch, über die Felsen und so weiter. Ich wollte mir da nicht noch den Fuß brechen. Aber das sieht ganz schön aus hier, oder? Richtig schöne Farben. Und da hinten ist wie so eine Lagune. Die werden auch natürlich Touren angeboten, Whale Watching, Swim with the Turtles und so weiter. Das machen wir vielleicht auch noch. Das heißt vielleicht. Mit den Turtles wissen wir natürlich nicht, weil die kündigen sich ja nicht an. Und wir haben hier vorne unsere Schilder gesehen. Da wurde also der Tagesbericht veröffentlicht, was hier schon heute bei den Touren gesichtet worden ist. Und da auf den Schildern waren unterschiedliche Angaben. Da ging es von 200 Delfinen bis hoch zu einer Tour, die hatte über 1000 Delfine gesichtet. Also Delfine muss es hier wirklich sehr, sehr viele geben. Wale waren auch dabei, aber nur vereinzelte. Und diese Tour machen wir auch noch, diese Whale-Watching-Tour. Mal gucken, was dabei herauskommt. Die geht ein paar Stunden. Am frühen Vormittag ist das Ganze. Und da versuchen wir natürlich auch ein paar Eindrücke mitzunehmen. So, hier ist mit euch noch ein bisschen gen Welle. Und wenn es uns dann erwischt, dann ist das Video wahrscheinlich zu Ende. Also, seid gespannt. Ich sage jetzt schon mal tschüss. Bleibt gesund, dann braucht ihr keinen Doktor. Wir sehen uns schon bald wieder.
hier aus Sri Lanka. Oh mein Gott. Ja, das war eine hohe Welle. Da kommt immer einer hinterher. Also, ihr wisst Bescheid, uns geht's gut. Ich hoffe euch auch. Ciao, ciao.